extremistisch. Echte Männer sind recht. Einen fabelhaften Sonntagabend und herzlich willkommen zur 261. Folge der Honigwabe und damit auch willkommen an meinen Co-Host Kasper. So, Freunde, heute geht es um die Visa-Affäre unserer Außenministerin Annalena Baerbock. Nochmal kurz, was wir bereits seit ungefähr einem Jahr wissen. Es gab die unbedingte Anweisung an Botschaften, zum Beispiel in Pakistan, Leute, die nach Deutschland ausreisen wollen, unbedingt ausreisen zu lassen. Explizit ging es damals um einen Fall, bei welchem Botschaftsmitarbeiter vor Ort davon überzeugt waren, dass derjenige, der da ausreisen will, nach Deutschland wohlgemerkt, ihnen gefälschte Papiere vorgelegt hat. Und die Anweisung aus dem Außenministerium lautete damals, trotzdem ausreisen lassen. Da stellt sich direkt die Frage, warum? Warum mit aller Macht Leute hierher bringen? Was hat das Außenministerium davon? Wenn ich heute noch vorhätte, in ein Berliner Freibad zu gehen, da muss man sich ja mittlerweile mit einem Lichtbildausweis ausweisen, und ich lege dort eine offensichtliche Fälschung auf den Tisch, dann werden die mir sagen, nein, sie kommen nicht in dieses Freibad. Wir brauchen einen amtlichen Lichtbildausweis. Diese offensichtliche Fälschung reicht uns leider nicht aus. Und da kann ich denen erzählen, ja, aber mein Bruder und alle ganz schlimm krank. Der Bruder hat Bauchschmerzen und die Oma, der geht's auch nicht so gut. Die werden sagen, nein. Es ist also schwerer für einen deutschen Staatsbürger mit gefälschten Papieren in ein Berliner Freibad zu gelangen, als für einen Afghanen oder Pakistaner, man weiß das nicht so genau, mit gefälschten Papieren aus Islamabad nach Deutschland zu gelangen. Es scheint jetzt neue Recherchen zu geben, weitere Unstimmigkeiten, und genau das gucken wir uns jetzt mal an. Einmal die Paywall des Cicero. Lasst euch abzocken, Freunde, es lohnt sich. Los geht's. Es gibt politische Skandale, die starten mit einem Knall. Ein Aufschrei geht durchs Land, Journalisten und Oppositionspolitiker stürzen sich darauf, fordern Aufklärung und Konsequenzen. Wenn sich die Staubwolken der Explosion gelegt haben, zeigt sich, was davon übrig bleibt. Es gibt aber auch Skandale, die sich langsam entwickeln. Wie ein Schwelbrand, der unbemerkt vor sich hin kokelt und sich immer weiter ausbreitet, bis irgendwann die Flammen großflächig emporschießen. Die seit anderthalb Jahren schwelende Visa-Affäre im Auswärtigen Amt könnte ein solcher Fall sein. Wann wird sie zum offenen Brand? Ich möchte bitte lösen, gar nicht. Wer nach diesen weiteren Erkenntnissen mal Baerbock googelt und dann auf News geht, der erfährt, Stand heute, bei der Tagesschau zum Beispiel, dass Baerbock das Abschiebeversprechen der SPD kritisiert. Beim NDR, dass Baerbock zu Gast bei der Zeit sein wird. Bei der Wirtschaftswoche, dass die Angriffe Israels auf die Golanhöhen sofort aufhören müssen. Beim Spiegel, dass Baerbock den Umgang Weißrusslands mit einem inhaftierten Deutschen unerträglich nennt. Bei der FAZ, dass Israel seine Militäreinsätze überprüfen müsse. Und bei T-Online, dass Baerbock jetzt auf Deutschlandtour wäre und mit irgendwas ein klares Zeichen setzen würde. In anderen Worten, abgesehen von der alternativen Presse, interessiert sich für die Visa-Affäre niemand. Es ist für die Tagesschau schlichtweg kein Skandal, wenn die Außenministerin mit aller Macht selbst Leute, die gefälschte Pässe vorlegen, auf direktem Wege nach Deutschland karrt. Es geht um gefälschte Pässe, erfundene Verwandtschaftsverhältnisse und mutmaßliche Tarnidentitäten ausländischer Agenten. Und darum, dass Deutschland seit Annalena Baerbocks Amtsantritt sehr großzügig und ohne genau hinzusehen Einreiseerlaubnisse an Einwanderer aus aller Welt verteilt. Sicherheitsbedenken nimmt die Außenministerin nicht ernst. Sie hat in ihrer Behörde ein migrationsfreundliches Klima geschaffen, in dem sich Beamte dazu berufen fühlen, geltendes Recht zu brechen, um Visa möglichst schnell und reibungslos auszustellen. Gegen einzelne Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes ermittelt inzwischen die Staatsanwaltschaft. Einiges deutet darauf hin, dass das erst der Anfang ist. Ein Cicero-Bericht entzündete im Februar 2023 die seitdem schwelende Affäre. Bei Recherchen zur Aufnahme von Afghanen waren wir auf einen bemerkenswerten Fall gestoßen. Mohammed G., der angeblich aus Afghanistan stammt und zu seinem angeblichen Bruder nach Deutschland ziehen will. Zwischen der Zentrale des Auswärtigen Amtes in Berlin und der für das Visumverfahren zuständigen deutschen Botschaft in Islamabad gab es heftigen Streit. Denn die Beamten vor Ort, bei denen der junge Mann vorstellig geworden war, hatten erhebliche Zweifel an dessen behaupteter Identität und den widersprüchlichen Geschichten, die Mohammed und Khan G. den deutschen Behörden auftischten. Es ist weder klar, ob die beiden überhaupt Brüder sind, noch ob Mohammed G. wirklich Afghane ist und ob eine Gefahr durch die Taliban droht. Ein Grund für das Misstrauen? Er legte in Islamabad einen gefälschten afghanischen Pass vor. Henning G.,
damals als Referent im Auswärtigen Amt für strittige Visafälle zuständig, schrieb im Dezember 2022 eine E-Mail an die Visastelle in Islamabad. An der Identität des Austragsstellers bestünden, Zitat, eigentlich keine Zweifel, falscher Pass hin oder her, Zitat Ende, behauptete er. Warum legt er dann einen gefälschten Pass vor? Wenn das tatsächlich die Person ist, für die er sich ausgibt, warum dann ein gefälschter Pass? Eine Frage, die eigentlich einem 12-Jährigen kommen müsste. Und machte als Vorgesetzter massiven Druck. Er möchte, Zitat, trotz des falschen Passes an der Weisung zur Visumserteilung festhalten. Zitat Ende. Der Referent hatte zuvor vor dem Verwaltungsgericht Berlin dem gegen die Bundesrepublik klagenden Mohammed G. nachgegeben und der Erteilung eines Visums zugestimmt. Dass dessen Pass gefälscht war, fiel erst danach auf. Ja, aber es fiel ja auf, bevor Mohammed G. im Land war. Von daher hätte man doch jetzt sagen können, ein Gericht hat uns dazu gezwungen, dich aufzunehmen, aber bitte mit einem vernünftigen Pass. Komm bitte in ein paar Tagen mit einem vernünftigen Pass wieder. Diese interne E-Mail mit der Anweisung, sich über Recht und Gesetz hinwegzusetzen, nahm die AfD-Bundestagsfraktion zum Anlass, im Mai 2023 Strafanzeige wegen Rechtsbeugung gegen Henning G. zu stellen. Eine weitere Strafanzeige gegen Unbekannt ging von einem ehemaligen Mitarbeiter des Innenministeriums ein. Beide Verfahren wurden zusammengelegt. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt seit mehr als einem Jahr. Henning G. wurde versetzt. Er arbeitet an einer Botschaft in Skandinavien. Mit Visa-Verfahren hat er dort nichts mehr zu tun. Ist das ein Schuldeingeständnis? Fühlt sich für mich so an. Man könnte das Ganze als Einzelfall abtun, als Verfehlung eines unter Druck stehenden Beamten, der mal ein Auge zudrücken und Menschlichkeit über Bürokratie stellen wollte. Doch das wäre falsch. Es ist kein Einzelfall. Es hat System. Neue Cicero-Recherchen zeigen, wie sich im Auswärtigen Amt unter Annalena Baerbock eine No-Nations-No-Borders-Ideologie durchgesetzt hat, die blind ist für die Gefahren einer allzu naiven Einwanderungspolitik und Sicherheitsexperten verzweifeln lässt. Dass Baerbock sich als Außenministerin für die möglichst unkomplizierte Aufnahme möglichst vieler Verfolgter einsetzen will, machte sie von Anfang an klar. Zwei Wochen nach Amtsantritt, am 23. Dezember 2021, stellte sie ihren Aktionsplan Afghanistan vor. Zitat, wir werden bürokratische Hürden abbauen, um die Aufnahme und die Einreise nach Deutschland für besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen zu erleichtern, kündigte die grüne Politikerin an. An der Stelle erneut der Hinweis, es gibt aus deutscher Sicht keine besonders gefährdeten Afghaninnen und Afghanen. Wir haben das hier vor etwa anderthalb Jahren ausführlichst behandelt. Nicht mal das ZDF konnte auch nur einen einzigen Afghanen ausfindig machen, dem auch nur ein Haar gekrümmt wurde, weil er als Hilfskraft oder Ortskraft oder sonstiges für Deutschland tätig war. Nicht einen einzigen. Das Beste, was sie damals hatten, war irgendeine ehemalige Ortskraft, die bei irgendeinem Terroranschlag ums Leben gekommen ist. Wobei dieser Terroranschlag nichts damit zu tun hatte, dass es sich bei einem der Opfer um eine ehemalige Ortskraft gehandelt hat. Es gibt keine besonders gefährdeten Afghanen. Unser Ziel muss der Aufbau nicht einer, sondern mehrerer humanitärer Luftbrücken von Afghanistan nach Deutschland sein. Zitat Baerbock. Den großen Worten folgten Taten. Und die erstreckten sich bei weitem nicht nur auf Flüchtlinge aus Afghanistan. Um das Ausmaß der unter Annalena Baerbock vollzogenen Weichenstellung zu verstehen, hilft zunächst ein Schritt zurück. Neben der seit 2015 geduldeten illegalen Migration gibt es auch legale Wege nach Deutschland. Einer der wichtigsten ist der Familiennachzug. Migranten, die bereits in der Bundesrepublik aufgenommen wurden, können ihre Ehegatten, Eltern oder Kinder nachholen, in besonderen Härtefällen auch Geschwister oder andere Verwandte. Allein im Jahr 2023 stellte das Auswärtige Amt 130.799 nationale Visa für Familiennachzug aus. Die Anträge werden in den Visastellen der deutschen Auslandsvertretungen entgegengenommen, geprüft und entschieden. Und die sind in einigen Ländern Afrikas und Asiens heillos überlastet. Zum einen, weil dort der Migrationsdruck nach Deutschland besonders hoch ist. Zum anderen, weil in diesen Ländern Pässe und Familiendokumente nicht gerade verlässlich sind. In der Vergangenheit gab es deshalb langwierige Urkundenüberprüfungsverfahren. In Zweifelsfällen auch mit Nachforschungen vor Ort. Die deutschen Visastellen hatten den Anspruch, wirklich zu wissen, wer derjenige ist, dem sie ein Visum ausstellen und ob er wirklich das Recht hat, per Familiennachzug nach Deutschland zu gelangen. Diesen Anspruch hat das Auswärtige Amt aufgegeben. Das zeigt eine vertrauliche Weisung an alle Visastellen. Zitat, betrifft insbesondere Addis Abeba, Amman, Ankara, Bagdad, Beirut, Damaskus, Doha, Dushanbe, Erbil, Islamabad, Istanbul, Khartoum, Nairobi, Neu-Delhi, Taschkent und Teheran. Dazu eine E-Mail. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die besonders schwierige und volatile Lage in verschiedenen Regionen weltweit bezüglich der Möglichkeiten, Familienzugehörigkeiten und Identitäten nachzuweisen, machen vielerorts eine Optimierung der Prüfschritte bei der Bearbeitung von Anträgen auf Familienzusammenführung notwendig. Hierbei sind stellenweise Unsicherheiten und unnötige Verzögerungen eingetreten, die wir mit dieser Weisung gerne ausräumen und zukünftig verhindern möchten. Der Formel
mangelhafte Griff zu den bewährten Instrumenten wie der Urkundenüberprüfung ist nicht durchgehend zweckmäßig und muss durchdacht und ergänzt werden. Die Urkundenprüfung ist nicht durchgehend zweckmäßig, Freunde. Da stellt sich mir die Frage, wieso jemand, der gerne nach Deutschland umsiedeln möchte, überhaupt irgendwelche Papiere vorlegen muss. Warum reicht nicht die Mickey-Maus-Club-Mitgliedschaft als Nachweis? Dies klingt ganz nach dem, was Außenministerin Baerbock 3 Monate zuvor versprochen hatte. Bürokratische Hürden für die legale Migration nach Deutschland sollen aus dem Weg geräumt werden. Das sind übrigens, wenn ihr wissen wollt, was diese Leute meinen, wenn sie von Bürokratieabbau sprechen, das meinen sie. Es so vielen Leuten auf der Welt so einfach wie nur irgend möglich zu machen, nach Deutschland überzusiedeln. Das ist gelebter Bürokratieabbau. Man könnte es aber auch so sehen. Illegale Migration soll legalisiert werden, indem man einfach nicht mehr genau hinsieht. Denn genau dazu weist das Auswärtige Amt seine Beamten in den Visastellen an, nur etwas umständlicher und wohlklingender formuliert. Zitat: Die Antragstellenden müssen das Vorliegen der Voraussetzungen, zum Beispiel Verwandtschaftsverhältnisse, beweisen. Dabei reicht es aus, wenn die Antragstellenden mit einem für das praktische Leben brauchbaren Grad von Gewissheit überzeugen, der Zweifeln Schweigen gebietet, ohne diese völlig auszuschließen. Zitat Ende. Das Auswärtige Amt bestätigt, dass diese Weisung weiterhin gültig ist und betont, die hier zitierte Formulierung stamme aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung, an die die Bundesregierung gebunden sei. Wohin es führt, wenn Zweifeln zu wenig nachgegangen wird, zeigen etliche Fälle von falsch ausgestellten Visa, von denen einige aufgeflogen sind und nun Staatsanwaltschaften beschäftigen. Regierungsintern haben die deutschen Sicherheitsbehörden schon lange vor zu viel Gutgläubigkeit und laxen Kontrollen gewarnt. Doch im Auswärtigen Amt stießen sie auf taube Ohren. Vor allem ganz oben an der Spitze des Hauses. Wenn es um ein Prestigeprojekt ging, das Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan, sah Annalena Baerbock in Sicherheitsbedenken nur lästige Hindernisse. Davon zeugt eine interne Vorlage, die Ende 2022 auf dem Dienstweg über 2 Staatssekretäre zur Ministerin gelangte. Es geht darum um praktische Probleme bei der Ausreise von Afghanen und um einen diesbezüglichen Streit mit dem Innenministerium BMI. Erschwerend komme hinzu, dass das BMI beim Verfahren des Bundesaufnahmeprogramms Sicherheitsaspekte betonen wolle, heißt es in der Vorlage für Baerbock. Nach der Zwischenüberschrift Herausforderungen wird es konkreter. Zitat: Interessenskonflikte in Bundesregierung. BMI wünscht bei Ausreisen im Rahmen des BAP, des Bundesaufnahmeprogramms, diese werden im kommenden Jahr das Gros aller Ausreisen stellen, Durchführung zusätzlicher Sicherheitsinterviews und vollständiges Visumverfahren im Drittland, analog der für Resettlement üblichen Verfahren. Für BAP-Reisende würde dies zu einer Verengung der derzeitigen Ausreiserouten auf Islamabad führen. Zitat Ende. Am Ende dieses Absatzes ist am Rand eine Anmerkung der Ministerin notiert. Zitat: Das sollten wir nicht akzeptieren. Nochmal. Das Innenministerium sagt, wir sollten dort Sicherheitsinterviews führen, um zu wissen, wer kommt da wirklich, hat er ein Anrecht und so weiter. Und Baerbock persönlich schreibt dann eine Anmerkung dazu. Zitat: Das sollten wir nicht akzeptieren. Ich zitiere weiter: Hier hart bleiben, gegebenenfalls weiter bis zu Ebene Bundesministerin eskalieren, gegebenenfalls öffentlich. Zitat Ende. Ich möchte die für mich alles entscheidende Frage nochmal stellen. Warum? Ich meine das ganz nüchtern. Warum? Warum ist es Baerbock so wichtig, so viele Menschen aus der dritten Welt wie nur irgend möglich hierher zu karren? Was verspricht sie sich davon? Das Innenministerium wollte also zusätzliche Sicherheitsinterviews einführen, wogegen sich Annalena Baerbock erfolgreich gewehrt hatte, bis sich die im Untergrund schwelende Visa-Affäre erneut an der Oberfläche der Öffentlichkeit bemerkbar machte. Im März 2023 berichtete Cicero über ein Alarmschreiben der deutschen Botschaft in Islamabad. Es war am 22. Februar 2023 als vertrauliche diplomatische Korrespondenz an die Zentrale des Auswärtigen Amtes geschickt worden. Im Betreff stand: Im Namen Allahs, Scharia-Richter für Deutschland, gewarnt wurde vor dem systematischen Missbrauch deutscher Aufnahmeprogramme und einer Unterwanderung unserer Rechtsordnung durch islamistische Kreise. Nachdem dieses Schreiben öffentlich wurde, reiste eine Delegation des Auswärtigen Amtes und des Innenministeriums, zu der auch Beamte des Bundesamtes für Verfassungsschutz gehörten, zum Krisengespräch nach Islamabad. Kurz darauf stoppte die Bundesregierung die humanitäre Aufnahme von Afghanen, um optimierte Sicherheitsmaßnahmen zu ergänzen, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärte. Dazu werden in Zukunft eben auch Sicherheitsinterviews gehören, sagte er Anfang April 2023 und kündigte damit genau das an, was seine Chefin zuvor vehement bekämpft hatte. In diesen Sicherheitsinterviews, die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes führen, werden die Antragsteller auf ihr Verhältnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung geprüft. Ja, lieber Herr Afghane, der keiner Gefahr
ausgesetzt ist, die es nötig machen würde, ihn von hier nach Deutschland zu karren? Was halten Sie eigentlich so von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung? I think very good. Alles klar, nächster bitte. Die genauen Inhalte sind geheim. Ich habe sie euch gerade mitgeteilt. Die Inhalte sind, was halten Sie von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Und alles außer, das lehne ich ab, kriegt einen Stempel. Laut ARD-Magazin Panorama geht es auch um Fragen wie: Dürfte Ihre Tochter an einem Bikini am Schwimmunterricht teilnehmen? Yes, yeah, no problem. Wie fänden Sie es, wenn Ihr Sohn in Deutschland einen Mann heiratet? No problem, no problem. Zack! Visum. Was in diesen Gesprächen allerdings nicht überprüft wird, ob die behauptete Identität und die Gefährdungsgeschichte des Antragstellers stimmen. Es gibt keine Gefährdungsgeschichten. Nicht mal die Öffentlich-Rechtlichen konnten einen Afghanen ausfindig machen, der zu Schaden gekommen ist, weil er in irgendeiner Form für die Bundesrepublik Deutschland tätig war. Und alles Weitere, ein Streit bezüglich der Auslegung des Koran oder sowas, ist nicht unser Problem. Wenn ich hier Probleme mit der Mafia hätte, dann würde mir Afghanistan nicht ein Visum ausstellen, weil ich besonders gefährdet wäre oder so. Von daher, das ist deren Problem und nicht unseres. Die Interviewer sind dem Innenministerium unterstellt und haben deshalb keinen Zugriff auf die Daten, die das Auswärtige Amt im Visumverfahren erhoben hat. Die Beamten des Auswärtigen Amtes wiederum, die über das Visum entscheiden müssen, erfahren nur das Ergebnis des Sicherheitsinterviews, aber nicht dessen Inhalte. Widersprüchliche Angaben fallen dadurch nicht auf. Und am Ende entscheidet das Auswärtige Amt. Es kann auch Personen, vor denen der Verfassungsschutz warnt, die Einreise gestatten. Unter welchen Gefahren es geht, zeigt ein weiteres Warnschreiben der deutschen Botschaft in Islamabad, das bislang noch nicht öffentlich wurde. Es stammt vom 17. Februar 2023, ist also nur wenige Tage älter als der Scharia-Richterbericht. Als Verfasserin ist bei beiden die damalige Leiterin der Rechts- und Konsularabteilung angegeben. Gezeichnet hat sie der Botschafter Alfred Granas selbst. In der vertraulichen Korrespondenz zwischen Islamabad und Berlin geht es um die siebenköpfige Familie N, die eine Aufnahmezusage der Bundesregierung erhalten hat. Der Vater gab an, als Friseur für die australische Armee in Afghanistan Es wird einfach immer besser. Jetzt müssen wir schon Leute aufnehmen, die Dienstleistungen für ein anderes Land angeboten haben. Die Mutter und vier Kinder sind im September 2022 nach Deutschland geflogen worden. Ein volljähriger Sohn und der Mann selbst waren zurückgeblieben und wollten nun ebenfalls nach Deutschland. Als der Sohn in der Visastelle vorsprach, kamen dort starke Zweifel auf, ob er wirklich zur selben Familie gehört. Denn er sprach Farsi mit einem starken Akzent, der nicht zu dem seiner angeblichen Mutter passte und zudem vermuten ließ, dass er in Pakistan und nicht in Afghanistan aufgewachsen war. Später kam sein angeblicher Vater, der angeblich von den Taliban verfolgte Friseur, zur Befragung und verstrickte sich dabei in Widersprüche. Zudem habe er einen, Zitat, sehr gebildeten, fast schon militärischen und gepflegten Eindruck gemacht, berichtete die Botschaft an die Zentrale in Berlin. Und er hatte zahlreiche Dokumente dabei, darunter Schreiben pakistanischer Regierungsstellen, die Misstrauen weckten. Hauptperson und Familie könnten absichtlich mit afghanischen Identitäten ausgestattet worden sein, heißt es in dem internen Warnschreiben. Es liegt der dringende Verdacht nahe, dass es sich bei der Familie um einen von pakistanischen Behörden inszenierten Fall handelt. Gemeint ist, es könnte sich um Agenten handeln, die Pakistans Geheimdienst mit einer Legende ausgestattet hat, um sie nach Deutschland zu bringen, per Charterflug von der Bundesregierung organisiert. Ja, und vom Steuerzahler bezahlt. Die Aufnahmezusagen für Herrn N. und seinen angeblichen Sohn wurden inzwischen zurückgenommen. Die fünf restlichen Familienmitglieder leben nach wie vor in Deutschland, vermutlich in Sachsen-Anhalt. Für die möglichst rasche Aufnahme von Familie N. hatte sich übrigens die Initiative Kabul Luftbrücke eingesetzt. Die von einem grünen Politiker mitgegründete Organisation pflegt beste Kontakte zu Annalena Baerbock und war in deren Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan von Anfang an eng eingebunden. Sie zählte zu jenen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die als meldeberechtigte Stellen Personen für das Programm vorschlagen durften. In dem Botschaftsbericht »Wer ist Herr N?« Fragen einer afghanisch-pakistanischen Legende steht gleich zu Beginn: Sachverhalt wird eng von Kabul Luftbrücke begleitet, unter anderem Verfassen der Gefährdungsanzeige. Eine Seite weiter gibt es dazu Details. Als die Aufnahmezusage für den volljährigen Sohn wegen massiver Zweifel an dessen Identität zurückgezogen wurde, habe Kabul Luftbrücke eine Beschwerde an das zuständige Referat in der Zentrale des Auswärtigen Amtes geschrieben. Zitat: Bemerkenswert, dass stellenweise wortwörtliche Textpassagen der Auslandsvertretungsstellungnahme übernommen wurden. Wortwörtliche Textpassagen ist fett gedruckt und unterstrichen. Das bedeutet, Kabul Luftbrücke muss Einblick in den vertraulichen Schriftwechsel zwischen der Botschaft
und der Zentrale des Auswärtigen Amtes in einem laufenden Visumverfahren gehabt haben. Und das bei einem besonders heiklen Fall, bei dem es mutmaßlich um die Einschleusung ausländischer Agenten ging. Wie eng die Verbindung zwischen den für Deutschlands Visapolitik zuständigen Top-Beamten im Baerbocks Ministerium und migrationsfördernden Netzwerken sind, zeigt noch eine andere Begebenheit. Farsana Soleimankel Hanke, ein Doppelname, stammt aus Kabul, hat in Hamburg Jura studiert und vertritt nun als Rechtsanwältin Afghanen, die nach Deutschland wollen. Im November 2022 wandte sie sich deshalb an die Visastelle in Islamabad und bat dringend um einen Sondertermin für zwei afghanische Frauen, deren Begehr es war, per Familiennachzug in die Bundesrepublik zu gelangen. Soleimankel Hanke arbeitet allerdings nicht nur für Mandanten, die im Ernstfall gegen Visumentscheidungen des Auswärtigen Amtes klagen, sondern sie arbeitet auch für das Auswärtige Amt und berät dort diejenigen, die Visumentscheidungen treffen. Im Oktober 2021 gab die promovierte Juristin den Mitarbeitern etlicher Visastellen von Istanbul bis Dubai ein Seminar über afghanisches Familien- und Personenstandsrecht, welche Vergütung sie dafür erhalten hat und welche weiteren Tätigkeiten sie für das Auswärtige Amt ausgeübt hat, hält das Ministerium geheim. Aber das ist nicht der einzige Interessenskonflikt. Verheiratet ist die deutsch-afghanische Rechtsanwältin mit Frederik H., also den hättet ihr jetzt nicht abkürzen müssen, der heißt offensichtlich Hanke. Er hat wiederum bis mindestens Mitte 2022 als stellvertretender Leiter des Referats 508 für Ausländer- und Visumrecht, langfristige Aufenthalte, migrationspolitische Grundsatzfragen im Auswärtigen Amt gearbeitet und galt dort als wichtiger Strippenzieher. Inzwischen wurde er in das für Afghanistan zuständige Nahostreferat 310 versetzt. Das Auswärtige Amt, so viel steht in der erst bruchstückhaft aufgeklärten Visa-Affäre bereits fest, ist unter Annalena Baerbock zu einer Institution geworden, in der der Zweck die Mittel heiligt und in der Recht und Gesetz als ziemlich dehnbar gelten. Das zeigen nicht nur die internen Weisungen, sondern auch die offiziellen Reaktionen auf die bisher bekannt gewordenen Ermittlungen. Anfang des Jahres kam es am Flughafen Hannover zu denkwürdigen Szenen. Dort landete im Januar ein Charterflugzeug, dessen Passagiere allesamt von der Bundesregierung handverlesen waren. Afghanen, denen Deutschland Schutz versprochen hat. Sie hatten das gesamte Aufnahme- und Visumverfahren erfolgreich durchlaufen, samt Sicherheitsinterview durch den Verfassungsschutz. Doch bei der Passkontrolle nach der Landung in Deutschland stellten Beamte der Bundespolizei fest, dass mehrere Passagiere ungültige Papiere hatten. Es handelte sich um sogenannte Proxy-Pässe, die ausgestellt werden, ohne dass der Passinhaber bei der Passbehörde erscheint. Das macht sie manipulationsanfällig. Deutschland akzeptiert keine afghanischen Proxy-Pässe. Sie hätten niemals mit einem deutschen Visum versehen werden dürfen. Doch genau dies ist geschehen. Der Bundespolizei blieb nichts anderes übrig, als Strafanzeige zu erstatten. Nun ermitteln die Staatsanwaltschaften Berlin und Cottbus gegen Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes. Bei einer Pressekonferenz am 28. Juni versuchte Baerbocks Sprecher, den Vorfall herunterzuspielen. Es gehe um weniger als 2 Dutzend Fälle. Neben dem Flug nach Hannover im Januar sei noch ein weiterer Charterflug betroffen gewesen. Sag mal, also ganz kurz mal für mich. Wenn es da um einen Fall gehen würde, dann würde ich fragen, wie es möglich ist, dass sowohl Auswärtiges Amt als auch Verfassungsschutz geprüft haben, was der Antragsteller da vorbringt und dann jemand trotzdem mit unzureichenden Papieren einreisen konnte. Bei einem Fall würde ich mich wundern. Aber wir reden hier von, Zitat, weniger als 2 Dutzend Fällen. Wie kann das denn 20 Mal passieren? Der Pressesprecher tat so, als handle es sich bei den falsch ausgestellten Visa um einen reinen Formfehler, eine Ungenauigkeit ohne Folgen. Das gesamte Verfahren ist durchlaufen worden und auf dieser Grundlage ist diesen Personen die Einreise nach Deutschland gestattet worden. Das Einzige, was aufgetaucht ist, ist, dass das Visum nicht in das dafür vorgesehene Dokument geklebt wurde. Spielte er die Sache herunter. Warte mal, das dafür vorgesehene Dokument war nicht vorhanden. Es ist nicht so, dass die sich ausgewiesen haben mit Mickey Maus Clubmitgliedskarte und einem afghanischen Pass und aus Versehen hat man denen das Visum ins Mickey Maus Heft geklebt. Dieser eigentliche Pass, dieser Nicht-Proxy-Pass, der war nicht vorhanden. Proxy-Pässe seien in einem Visumverfahren nicht ganz einfach zu erkennen. Was er nicht sagte, die ungültigen Pässe wurden im Visumverfahren erkannt. Und zwar von den Spezialisten der Bundespolizei, die genau dafür an deutsche Auslandsvertretungen entsandt werden. Es sind gewissermaßen vorvorgelagerte Grenzkontrollen, mit denen die dem Bundesministerium unterstellte Polizeibehörde Passfälschern, Schleppern und Schleusern das Handwerk legen will. Ihre Dokumenten und Visumberater treten der illegalen Einreise nach Deutschland
Russland bereits in Drittstaaten entgegen, erklärte die Bundespolizei stolz im jüngsten Jahresbericht. Sie bilden einen wichtigen Teil der Vorverlagerungsstrategie zur Bekämpfung illegaler Migration. Im Jahr 2022 hätten sie an 29 Standorten in 24 Ländern insgesamt 19.612 unerlaubte Einreisen verhindert. Neuere Zahlen hat die Grenzschutzbehörde noch nicht veröffentlicht. Vermutlich sind sie weiter gestiegen. Na, dann ist doch alles bestens. Das große Rätsel ist, weshalb und auf wessen Weisung hin haben die Visa-Entscheider die ungültigen Pässe akzeptiert? Dokumenten und Visaberater der Bundespolizei hatten rechtzeitig davor gewarnt. Warum hat sich das Auswärtige Amt darüber hinweggesetzt? Ja, alles Fragen, die gestellt werden müssen. Aber auch der Cicero traut sich hier nicht an die eigentliche Frage ran. Und die lautet wie folgt, ich wiederhole es ein drittes Mal. Warum zum Geier hat es sich Annalena Baerbock zur Lebensaufgabe gemacht, so viele Menschen wie nur irgend möglich aus der dritten Welt hier anzusiedeln? Insbesondere bei den Afghanen möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass die Pro-Kopf-Straffälligkeit dort in einigen Bereichen, zum Beispiel Straftaten sexueller Natur, die Pro-Kopf-Rate aller anderen deutlich übersteigt. Was ich sehr, sehr traurig finde bei dem Cicero-Artikel ist, dass man nicht erwähnt hat, dass damals schon bei den Evakuierungsflügen aus Kabul nachweislich Kriminelle mit eingereist sind. Ich zitiere hier kurz und knackig NTV. Mit den Evakuierungsflügen sollen Ortskräfte der Bundeswehr und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen vor den Taliban in Sicherheit gebracht werden. Doch laut dem Innenministerium sind mit den Maschinen auch Kriminelle eingereist, die in Deutschland bereits Straftaten begangen haben. Warum? Warum möchte man so viele Menschen wie nur irgend möglich aus Afghanistan hier ansiedeln? So, wir sind mit dem Thema noch nicht ganz fertig. Ich habe vorhin nochmal erfolglos versucht, den Artikel zu finden, den wir damals in der Honigwabe behandelt haben. Also der vom ZDF, glaube ich zumindest, bei dem sich herausstellte, dass es in der Geschichte Afghanistans noch keine Ortskraft gab, die zu Schaden gekommen ist, weil sie eine Ortskraft war. Bis heute lässt sich übrigens kein einziger Artikel finden, egal von welchem Outlet, in dem mir mal erklärt wird, wovor genau wir diese Ortskräfte eigentlich in Sicherheit bringen müssen. Von denen wir übrigens neue anstellen. Ne? Also ja, dazu komme ich gleich noch. Hab dann auch nochmal die Zahlen. Also ein paar Sachen habt ihr davon schon gehört, aber ne, es lohnt sich darüber nochmal zu sprechen. Auch, weil das dann Kritik ist an Blätter wie Cicero, die bei so einer Gelegenheit darauf eben nicht hinweisen. Ne? Mhm. Ja, falls jemand von euch diesen ungefähr anderthalb Jahre alten ZDF-Artikel nochmal findet, dann gerne in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Der ist immer wieder gut. Wir haben den hier schon zwei, vielleicht dreimal gesucht, weil es sinnvoll gewesen wäre, ihn mal kurz zu behandeln. Er ist einfach so schön, weil es so schön belegt, dass es keine gefährdeten Ortskräfte gibt. Gibt es nicht. So, die Welt hat auch nochmal recherchiert. Ich habe euch ja gerade vorgelesen, dass es weniger als 2 Dutzend Fälle gäbe, wo das Visum illegalerweise in einen sogenannten Proxy-Pass gestempelt wurde, was natürlich gar kein Problem wäre. Ja, ich lese mal vor. Recherchen von Welt am Sonntag, in Sicherheitskreisen legen nahe, dass die Dimension der Affäre größer ist als bekannt. Demnach wird behördenintern aktuell eine hohe 4-stellige Anzahl an Visagenehmigungen kriminalpolizeilich überprüft. Zwischenergebnisse würden laufend den Staatsanwaltschaften mitgeteilt, heißt es in Behördenkreisen. Insgesamt startete Deutschland seit Abzug der USA aus Afghanistan im August 2021 4 Initiativen zur Einreise von Afghanen, darunter das Bundesaufnahmeprogramm. Rund 34.000 Afghanen kamen legal ins Land, ohne auf deutschem Boden Asyl beantragen zu müssen. Die Vorauswahl wurde an Nichtregierungsorganisationen ausgegliedert, an welche unklar. Um den Rest des Artikels abzukürzen, man mauert, die Welt hat 13 konkrete Fragen an das Innenministerium geschickt. Unter anderem, wie oft überstimmte das Auswärtige Amt die Botschaft in Islamabad, wenn die dortigen Diplomaten kein Visum ausstellen wollten? Keine Antwort. Oder wie viele Afghanen die Einreise ob Sicherheitsbedenken verweigert wurde? Antwort, dazu gibt es keine Statistik, also sprich keine Antwort. Union, Linke, AfD und BSW sollen auch bereits Anfragen gestellt haben. Alle interessanten Punkte wurden allerdings nicht beantwortet, mit einer Ausnahme. Die Linke fragte, inwiefern bei der Auswahl der Afghanen besonders gefährdete Gruppen berücksichtigt werden, etwa Journalisten und Menschenrechtler. Darauf gab es dann formal eine Antwort, die als Verschlusssache eingestuft wurde. Das darf also nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Welt liegt dieses Papier aber vor
Und jetzt halte ich fest, Schlomo, auch diese geheime Antwort der Bundesregierung enthält keine Antwort. Also sie haben das Schreiben dann nicht abgedruckt, aber da steht dann scheinbar drin, ja, wissen wir auch nicht oder so. Aber wieso macht man das unter Verschluss? Ja, richtige Frage. Ich habe ja gerade vorgelesen, den Satz, rund 34.000 Afghanen kamen legal ins Land, ohne auf deutschem Boden Asyl beantragen zu müssen. Und bei diesen 34.000 Afghanen, die wir bereits auf direktem Wege haben einfliegen lassen, wollte ich nochmal daran erinnern, wie viele Ortskräfte es ursprünglich mal gab. Schlomo hat gerade schon ein bisschen geteasert. Dazu nochmal die Anfrage der Grünen aus dem Jahr 2018. Und auf Seite 2 erfahren wir, in Afghanistan befanden sich damals 83 Ortskräfte des Auswärtigen Amtes, 10 für das Innenministerium, 483 für das Verteidigungsministerium und weitere ca. 1300 lokale Mitarbeiter, die waren für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vor Ort. Das sind übrigens die momentan neue Ortskräfte anstellen. In Afghanistan. Auch dazu komme ich gleich noch, das ist korrekt. Ja? Macht also zusammen 1876 Personen, die man als Ortskräfte bezeichnen könnte. Und von diesen 1876 Personen haben wir in den letzten 3 Jahren 34.000 ganz besonders gefährdete Personen auf direktem Wege hierher geflogen. Ja? Wir haben also 18 Mal so viele Ortskräfte aufgenommen, wie wir 2018 überhaupt vor Ort hatten. Und spätestens 2022, genau das, was du gerade angesprochen hast, also was war das, ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban, hat die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die für mehrere Ministerien tätig ist, schon wieder hunderte neue Ortskräfte angestellt. Wohlgemerkt die, die den Bärenanteil der Ortskräfte, die wir überhaupt hatten, beschäftigt haben. Ne? Ja, also wenn man richtig. Die 1300 bei der Arbeit damals. Wenn man bei der Arbeit für die nicht gefährdet ist, dann ist man offenbar bei, ja keine Ahnung, 2/3, 3/4 von der Arbeit, die da als Ortskräfte verrichtet wurde, nicht gefährdet. Und in diesem Artikel sagen die sogar auch nochmal wörtlich, uns liegen überhaupt keine Hinweise auf eine Gefährdung von Ortskräften in Afghanistan vor. Aber wir fliegen sie weiter zu Tausenden ein, auf direktem Wege, Schlummer. Ja. Gut, zum Schluss habe ich da nochmal einen Screenshot vom ÖRR-Blog auf Twitter zu dieser hochaktuellen Visa-Affäre, also das ist alles diese Woche nochmal hochgekocht, gibt es weder bei der Tagesschau noch bei ZDF heute auch nur einen einzigen Treffer. Stattdessen berichtet man über einen Stromschlauch gegen Schnecken. Weißt du, was das ist, Schlomo? Ich nehme an, der brutzelt die irgendwie? Nee, also so wie ich das verstanden habe, ich habe den Artikel gar nicht gelesen. Ja. Ich habe da mal kurz so ein bisschen gegoogelt und ich habe da so verstanden, diese Spannung schreckt einfach Schnecken ab. Und dann, ach, die kommen also, da gar nicht. Das ist ein Stromkabel, das verlegst du quasi direkt an das Beet, wo du Schnecken nicht drauf haben willst. Und dann steht das unter Spannung und das, keine Ahnung, spüren die Schnecken oder so und dann machen sie halt kehrt. Ja? Und worüber sie noch berichtet, darüber, dass in Frankreich die Enkelin Bücher, also eine Enkelin Bücher in der Bibliothek abgegeben hat, die ihre Großmutter vor 81 Jahren ausgeliehen hat. Das sind dann einmal 18,36 Euro, bitte, Freunde. Ja, das war's auch schon. Ich bin gespannt, was daraus wird. Also, meine, wir alle wissen, es wird halt gar nichts passieren, wie das immer so ist. Wie kann so eine offensichtliche Verarsche jahrelang laufen, ohne dass, na, das wäre doch die Gelegenheit mal für die CDU, den harten Hund zu spielen, oder? Klar. Warum machen sie es nicht? Machen sie überhaupt nicht? Also nicht mal irgendwie so ein bisschen, oh, mit uns geht's das nicht? Ich habe nichts mitbekommen. Ich habe absolut nichts mitbekommen. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist das eine rote Linie. Vielleicht ist das was. Gäbe es das nicht, also da wäre es mal an der Zeit, irgendwie einen Antrag im Bundestag einzubringen, wonach diese Praktik beendet wird. Also, weil es ist halt so offensichtlich, es gibt dort keine Gefährdung. Ja, so wie der Krieg in Syrien vorbei ist. Hast du das mitbekommen? Dass jetzt ein Gericht in Münster entschieden hat, dass, also da gibt es einen Typen, der war als Schleuser tätig, wollte dann Asyl beantragen, da haben die gesagt, nee. Und jetzt ist das vom Gericht in Münster vorerst endgültig entschieden worden. Nein, kein Asylgrund, der geht ab nach Hause. Denn in Syrien besteht keine Gefahr für Leib und Leben. Ah ja, interessant. Ja, ja gut, da müssten, wie viele haben wir hier? Ich glaube offiziell 1 Million, ne? Da müsste 1 Million wieder nach Hause gehen. Ich weiß es nicht. Ich denke, es müsste mittlerweile auch offiziell mehr sein. Syrer in wobei natürlich auch Hinz und Kunz sich da als Syrer ausgegeben hat, ne? Was es wiederum stimmt, etwas drücken könnte. Ja. Aber also ich meine, 2023, du hast recht, waren es 972.000. Ja,
Ja, und auch diejenigen, die sich als Syrer ausgeben, die kommen dann erst recht irgendwo her, wo nicht mal zu dem Zeitpunkt irgendein Fluchtgrund bestand. Ne? Also eigentlich besteht der ja nicht mehr. Seit wann wurde der IS wirklich besiegt? 2017, 18, irgendwie so. Und ja, am Anfang von Trumps Präsidentschaft. Ja, so in dem Dreh. Ich glaube, 6 Jahren gesprochen. Also bis zu 6 Jahren, die der Krieg jetzt beigelegt ist. Also weitestgehend, ja, nochmal, ich sage es ja wortwörtlich, irgendwie weit über 90% des Landes sind befriedet. Und da auch immer das Gegenbeispiel. Ja, stellt euch vor, wie waren das? Idlib, also der Bereich, der wohl noch eine Nummer ist für den IS, ja, wo die noch aktiv sein sollen, wobei selbst diese Meldung ist schon wieder 2 Jahre alt. Vielleicht ist das nicht mehr der Fall, aber gehen wir davon aus, das ist der Fall, hat nach meiner Berechnung, die ich irgendwann angefertigt habe, die Größe von 2 Berliner Bezirken. So, jetzt stell dir mal vor, du wohnst in Berlin-Spandau, Schlomo, in Berlin-Spandau und in, weiß nicht, Zehlendorf bricht ein Krieg aus. Fliehst du nach Syrien, um dann sicher zu sein? Ja. Also nicht. Wie viele Ukrainer sind eigentlich in Deutschland? Nicht Süddeutschland, nicht Österreich und so weiter und so weiter. Nein, Syrien. In Syrien bist du dann sicher. Es ist halt offensichtlich, dass wir verarscht werden. Und unsere Obrigkeit möchte das. Ich meine, das sind die Leute, die uns verarschen. Ja. Alles klar. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß, seid auf eure Kosten gekommen. Ich fand's eine lustige Folge und wir sehen uns dann in alter Frische, wie immer, nächsten Sonntag wieder hier live um 18 Uhr. Bis dann, haut rein und macht's gut. Ciao, ciao.